Es ist natürlich völlig klar, dass es vor allen Dingen auch um Corona geht und um das Impfen. Das spielt auch hier eine Rolle am heutigen Tage. Der Bundestag hat seine Regeln verschärft. 2G plus gilt jetzt auch für die Abgeordneten, für uns Journalisten, für alle Besucher dieses Hauses. Und das bedeutet für den einen oder anderen Abgeordneten, der gar nicht geimpft ist, er soll sich testen lassen, damit er wenigstens auf der Tribüne Platz nehmen kann. Und da gibt es tatsächlich welche, die das nicht wollen und gar nicht mehr ins Haus reinkommen. Das wird hier sicherlich nachher gleich auch diskutiert werden. Wir erwarten eine Geschäftsordnungsdebatte dazu. Aber lassen Sie uns noch mal auf Olaf Scholz gucken. Eigentlich hätte er vor Weihnachten hier schon sich den Fragen stellen sollen. Da war er aber als frisch gewählter Kanzler wirklich beschäftigt, auch mit Auslandsterminen. Das hat die Opposition eingesehen. Und deswegen kommt er heute zu den Abgeordneten. Und man könnte natürlich auch mutmaßen, was für Fragen gestellt werden. Und als Journalist hat man ohnehin immer sehr viel Fragen. Eine Frage, die ich mir stelle, ist zum Beispiel nicht nur bei Olaf Scholz, sondern bei allen Spitzenpolitikern in diesem Land. Bis kurz nach der Bundestagswahl waren eigentlich alle gegen eine Impfpflicht. Auf einmal sind alle für eine Impfpflicht. Das kann einen schon irritieren. Und das, was die Virologen dazu sagen, täglich neu in den Nachrichten zu erleben, ist ja auch immer ein sehr großes Durcheinander. Insofern wäre es sinnvoll, dass die Bundesregierung da die Führung übernimmt und sagt, wo es lang geht. Olaf Scholz hat das auch gemacht bei seiner Regierungserklärung. Er hat gesagt, das ist Chefsache. Dann ist er da so ein bisschen zurückgerudert. Verständlicherweise wahrscheinlich würde er keine Mehrheit kriegen in seiner Ampelkoalition. Sie haben es mitbekommen, bei der FDP gibt es viele Kritiker. Es gibt ja auch schon einen Gruppenantrag, der sagt, wir wollen überhaupt keine Impfpflicht von mehreren FDP-Abgeordneten. Also eine schwierige Gemengelage. Und die SPD-Bundestagsfraktion hat jetzt den Druck ein wenig aus dem Kessel gelassen gestern Abend. Sie hat nämlich gesagt, wir wollen eine Orientierungsdebatte Ende des Monats. Und dann legen wir auch ein Konzept vor, einen Antrag. Und da frage ich gleich mal meine Gäste zu. Dirk Wiese begrüße ich ganz herzlich. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Genau der richtige Mann für diesen Bereich. Und Thorsten Frey ist für alle Bereiche zuständig als neuer erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Wiese, ich habe es gerade gesagt, Olaf Scholz sagt, das soll das Parlament entscheiden. Ein bisschen überraschend, denn er hatte ja gesagt, wer Führung bestellt, kann auch Führung bekommen. Warum lehnt er ab, einen Gesetzesantrag selber zu formulieren mit seinem Gesundheitsminister, der jetzt hinter den Kulissen als Abgeordneter Lauterbach diesen Gruppenantrag formuliert? Das versteht doch kein Mensch mehr. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben uns allerdings bewusst dazu entschieden, dies zu einer ethischen Frage zu machen. Ich halte das auch für richtig. Ich glaube, jeder Abgeordnete muss frei nach seinem Gewissen bei dieser nicht einfachen Frage dann auch eine Entscheidung herbeizuführen. Wir haben gesagt, wir wollen das herbeiführen im ersten Quartal, das heißt im Laufe des März auch zu einer Entscheidung zu kommen. Wir werden genau, wie Sie es gesagt haben, eine Orientierungsdebatte Ende Januar führen. Es wird sicherlich nicht bei dem Antrag von Wolfgang Kubicki bleiben. Es wird sicherlich mehrere Anträge letztendlich auch geben. Aber nochmal, man muss diese Debatte jetzt gründlich führen. Ich halte das für richtig, sie als eine Gewissensfrage hier auch zu diskutieren. Aber wir werden da auch sehr zügig zu einer Entscheidung kommen. Und nochmal, das ist auch eine Führung, letztendlich das hier auch als Parlament zu machen. Und das ist auch eine Verantwortung für uns als Deutscher Bundestag. Herr Frey, Sie hatten gestern eine offene Debatte in der Bundestagsfraktion. Da waren auch Experten, Spezialisten. Haben Sie sich denn eine Meinung machen können? Gibt es ein einheitliches Meinungsbild bei der Union? Also zunächst einmal will ich sagen, dass ob die Frage eine Gewissensentscheidung ist, letztlich nicht im Kanzleramt und auch nicht in den Fraktionsführungen entschieden wird, sondern es entscheidet jeder Abgeordnete für sich. Und ich finde, selbst wenn man das annehmen würde, entbindet es die Bundesregierung nicht, in der schwierigsten Frage und der größten Krise der Zeit Führung zu übernehmen und für das, was sie selber für richtig und notwendig erachtet, auch einen Gesetzgebungsvorschlag zu machen. Der zweite Punkt ist, wenn die Bundesregierung das schon nicht macht, dann müssen wir uns natürlich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wir haben deswegen schon vor Weihnachten zahlreiche Fragen an die Bundesregierung gerichtet, die bis dato nicht beantwortet sind. Weil es ist ja keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Bist du für die Impfpflicht oder bist du dagegen? Sondern es sind eine ganze Reihe von Fragen, die sich immer dem Ziel unterordnen müssen. Was müssen wir tun, um dauerhaft das Gesundheitswesen nicht zu überlasten? Und da kann eine Impfpflicht ein hilfreicher Teil der Lösung sein. Aber dafür brauchen wir grundständige, medizinisch-technische, aber auch juristische Antworten auf die Herausforderungen.
Das klingt schon wesentlich zurückhaltender, als das gestern oder vorgestern noch von Seiten der CDU/CSU kam. Aber nochmal auf die Entscheidungsfindung, die hier ansteht, kommt die nicht viel zu spät? Wir haben jetzt die Omikron-Welle und ich habe gestern mit Überraschung gehört, dass die führenden Politiker im Haus, in dem Fall war es die grüne Fraktionsvorsitzende, gesagt hat, ja, also für diese Welle lohnt sich das sowieso nicht, wir machen es dann für die nächste. Aber es gibt ja noch gar keinen Impfstoff gegen Omikron. Wie will man denn vorwegschauen, welche Mutation kommt und welchen Impfstoff will man bis dahin verimpfen? Herr Wiese. Muss ich einmal widersprechen? Also alle Expertinnen und Experten sagen, dass wenn man jetzt geboostert ist, dies wohl sehr gut auch auf die aktuelle Omikron-Variante schützt. Darum will ich noch mal bestärken, wie wichtig es ist, diese Boosterung durchzuführen und auch diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben zu impfen, sich auch impfen zu lassen. Also der Schutz ist dadurch auch vorhanden letztendlich. Es ist allerdings richtig und das haben auch Expertinnen und Experten immer wieder gesagt, auch Professor Drosten, dass eine Impfpflicht nicht kurzfristig wirkt. Ich glaube, jetzt wirkt der Instrumentenkasten, den wir als Ampel im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht haben. Der hat auch schon bei der Delta-Variante gewirkt. Das hat sich in den letzten Wochen auch gezeigt. Die Impfpflicht ist etwas perspektivisch für den kommenden Herbst und Winter. Darum ist es richtig, diese Debatte jetzt gründlich zu führen. Aber nochmal, ich halte es für realistisch, im ersten Quartal zu einem Ergebnis zu kommen. Ich lade auch die Kolleginnen und Kollegen der CDU-CSU-Bundestagsfakt ein, sich konstruktiv in die Erarbeitung jetzt der Gruppenanträge im Rahmen sicherlich der Orientierungsdebatte auch einzubringen, dass wir eine breite Debatte im Parlament haben, gemeinsam am Gruppenanträgen. Aber nochmal, wenn man die Entscheidung in das Parlament gibt, die Abgeordneten letztendlich über die Fraktionsgrenzen hinaus Antworten finden sollen, dann ist es richtig, dass das Parlament das macht, die Bundesregierung zuliefert. Und diesen Weg haben wir uns jetzt entschieden zu beschreiten. Herr Frey, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Gruppenanträge werden jetzt auch von Ihnen dann freigegeben für Ihre Abgeordneten. Denn ich kenne den einen oder anderen bei der Union, der auch durchaus sehr skeptisch ist und sich vielleicht sogar Herrn Kubicki anschließen will, das weiß ich nicht. Aber nochmal die Frage, die ich ja eben schon gestellt habe. Wenn Sarah Wagenknecht zum Beispiel sagt, warum soll es eine Zwangsimpfung geben, wenn die Impfstoffe, die jetzt verimpft werden, im Grunde genommen gegen die Mutation, die gerade im Umlauf ist, Omikron, überhaupt nicht helfen? Denn man erkrankt ja an dieser Krankheit, vielleicht nicht so schwer wie andere, das scheint so zu sein. Aber man ist ja vor allen Dingen auch ansteckend für andere. Also im Grunde genommen, diese ganze Boosterei in allen Ehren, die schützt einen bestenfalls selber. Das ist ja immerhin schon was. Das kann eben auch helfen, um die Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Das ist sozusagen das übergeordnete Ziel. Aber Sie haben es ja selber angesprochen, es sind ja ganz viele Fragen ungeklärt. Wenn Sie eine Impfpflicht machen, für wen auch immer, dann müssen Sie das durchsetzen. Und die Frage, wie Sie das machen, ist ungeklärt. Wir haben kein nationales Impfregister. Aus der Koalition hören Sie Stimmen, die dafür sind und solche, die dagegen sind. Die Frage, was passiert, wenn Sie sich nicht impfen lassen? Welche Konsequenzen hat das? Das muss alles beantwortet werden, genauso wie die medizinischen Fragen, die Sie angesprochen haben, damit man die Frage beantworten kann, ob dieser Grundrechtseingriff, der es ohne Zweifel wäre, auch zum erwarteten Ziel führt. Und das haben wir noch nicht. Ich möchte Ihnen auch insoweit widersprechen. Also wir haben die fraktionsinterne Meinungsbildung noch nicht abgeschlossen. Deswegen gibt es auch keine Beteiligung unserer Abgeordneten an Diskussionen über Gruppenanträge, sondern wenn wir etwas tun, dann tun wir es als Fraktion. Denn ich will noch mal wiederholen, die Frage einer Gewissensentscheidung heißt ja nicht, dass eine Regierung einen Vorschlag macht, wie sie es machen möchte. Dass am Ende das Parlament entscheidet, das haben wir bei jedem Gesetz. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber Regierungsverantwortung hat halt auch was mit Verantwortung zu tun. Und dieser Verantwortung muss die Bundesregierung nachkommen. Herr Wiese, sind Sie für ein Impfregister? Es gibt Fragen, die jetzt in der laufenden Debatte noch beantwortet werden müssen. Ich will aber sehr deutlich sagen, dass für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht kein Impfregister erforderlich ist. Es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, dass man dies auch anders hinbekommen kann, ohne erst ein Impfregister einzuführen. Und ein Punkt, der mich bezüglich eines Impfregisters sehr skeptisch macht, ist, es braucht eine gewisse Zeit, dieses Impfregister auch aufzubauen, dieses Impfregister sozusagen scharf zu stellen. Die Österreicher haben letztes Jahr damit angefangen, die werden ab nächsten Monat diese Impfpflicht haben, haben ein komplettes Impfregister. Hat da die Vorgängerregierung, an der Sie auch beteiligt waren, was versäumt? Nein, an dem Punkt definitiv nicht. Und nochmal, man kann eine allgemeine Impfpflicht auch ohne ein Impfregister einführen. Das ist möglich und von daher, wir werden entsprechende Vorschläge jetzt intensivieren in der Debatte mit den Kolleginnen und Kollegen, dann auch interpretieren. Aber nochmal, es ist nicht zwingend erforderlich, für eine allgemeine Impfpflicht ein Impfregister zu haben.
Herr Frey, das ist schon mal der erste Punkt, wo ich mich frage, wie will man das dann kontrollieren, wenn man kein Impfregister hat? Der weitere Punkt ist, was will man den Menschen eigentlich vorschreiben? Soll man jede 3 Monate, jede 6 Monate eine Impfung kriegen? Da gibt es doch viele offene Fragen, die überhaupt nicht geklärt sind. Ja, also genau so sage ich es ja auch. Es sind viele Fragen, die zu beantworten sind, damit man auch eine verfassungskonforme und auch eine ethisch verantwortbare Lösung am Ende hat. Und anders als Dirk Wiese bin ich der Auffassung, dass man dringend ein Impfregister benötigt. Zum einen hier in diesem Fall, aber ich glaube, dass es für unser Land wichtig wäre, auch für die Zukunft, auch für zukünftige Herausforderungen ein solches Impfregister zu haben. Denn Sie haben natürlich vollkommen recht. Wenn wir nicht wissen, wer in Deutschland geimpft ist, wird man eine Impfpflicht auch nicht durchsetzen können. Man wird sie jedenfalls nicht so durchsetzen können, dass man die Impfquote in der Bevölkerung auf 85, auf 90 oder mehr Prozent steigern wird können. Und wenn man das nicht kann, dann wird man das Ziel verfehlen. Und daran müssen wir uns orientieren. Eine allgemeine Impfpflicht gibt es auf der Welt nur äußerst selten. So Staaten wie Tadschikistan, Indonesien, Mikronesien haben das und demnächst dann auch Deutschland, wenn es nach der bundestagstragenden Fraktion SPD geht? Es ist sicherlich richtig, dass eine Impfpflicht nicht in so vielen Staaten vorhanden ist. Es ist allerdings auch so, dass die Corona-Pandemie zu anderen Beurteilungen auch führt. Wir haben bisher ja auch keine Impfpflicht gehabt. Jetzt gibt es viele gute Argumente dafür, eine Impfpflicht auch einzuführen. Aber nochmal, ich möchte der Orientierungsdebatte nichts vorwegnehmen. Die ist, glaube ich, wichtig für das Parlament. Ich strebe aber mit der SPD-Bundestagsfraktion und, glaube ich, das ist auch der Zeitplan, den wir als Ampelkoalition teilen, eine Entscheidung im ersten Quartal an. Nochmal auf den Bundeskanzler zu kommen, der nachher ja hier sich den Fragen stellt. Da gibt es ja noch mehr Fragen, die man stellen könnte, zum Beispiel zur Energiepolitik, die natürlich nicht nur die einzelnen Menschen betrifft, sondern auch die Koalitionspartner Grüne und SPD. Ich sage nur Nord Stream 2. Das ist ja vollkommen ungeklärt hier in dieser Koalition. Wo sehen Sie da Ansätze, wo man den Kanzler vor sich hertreiben könnte aus Sicht der Opposition? Wir haben ja leider nur 60 Minuten Zeit für die Befragung, aber die ganze Woche, um mit den einzelnen Ministern auch zu debattieren. Denn man kann vieles ansprechen. Da gehört die Haushalts- und Finanzsolidität dazu. Da gehören die ersten Vorschläge der Innenministerin dazu. Da gehört natürlich auch die Wirtschafts- und Energiepolitik dazu, wo es letztlich darum geht, dass man die hohen klimapolitischen Ansprüche auch so verwirklichen kann, dass sie für die Menschen auch bezahlbar sind, dass sie auch leistbar sind. Und deswegen, glaube ich, können wir uns häufig auch in der Zielsetzung einig werden. Aber der Weg zum Ziel, da führen unterschiedliche Wege hin. Und das werden wir mit Sicherheit auch deutlich machen, jetzt in der Kanzlerbefragung, und werden die Gelegenheit nutzen, den Regierungschef eben auch auf den Zahn zu fühlen. Bei Nord Stream 2 hat sich der Kanzler zunächst mal durchgesetzt. Mal sehen, ob das auf lange Frist so bleibt. Aber bei der Taxonomie, diesem komischen Ausdruck, der da aus Brüssel kam über uns Silvester, dass zum Beispiel die Atomkraftwerke, aber auch die Gaskraftwerke eben als grün definiert werden und dort privates Geld reinfließen soll. Da hat übrigens die EU heute eine Entscheidung getroffen und die Frist ein wenig verlängert. Es gab ja doch einen Aufschrei in Europa. Aber nicht so einen großen, den die Grünen gerne sehen würden. Wahrscheinlich wird es so kommen, dass diese beiden Energieformen freigegeben werden. Die Franzosen drängen vor allen Dingen auf die Atomkraft. Und da hat Olaf Scholz bisher sehr wenig zu gesagt. Wird man sich denn anstelle der Bundesregierung der Klage anschließen, die Österreich und Luxemburg anstreben? Erstmal möchte ich noch mal klar und deutlich sagen, dass auch in dieser Woche es ein wichtiges Signal ist, dass Olaf Scholz heute den Fragen und Antworten der Kolleginnen und Kollegen hier zur Verfügung steht in der ersten Sitzungswoche des Jahres. Auch, dass die neuen Ministerinnen und Minister ihr Arbeitsprogramm präsentieren. Ich glaube, das ist ein Fortschrittskoalitionsvertrag, den wir sehen. Und sicherlich das eine oder andere, was von den Kolleginnen und Kollegen der Opposition kommt, ist vielleicht auch noch ein bisschen der neuen Rollenfindung nach 16 Jahren Regierung geschuldet bei CDU, CSU. Nichtsdestotrotz, die Energiefrage ist wesentlich. Ich glaube, und das sage ich auch sehr deutlich, Gas ist im Übergang entscheidend. Wenn wir bis 2045 100% erneuerbare Energien haben wollen, brauchen wir etwas im Übergang. Dafür brauchen wir Gas. Von daher halte ich diese Entscheidungen in dem Hinblick auch für richtig. Wir haben ja auch im Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen moderne Gaskraftwerke. Dass die Entscheidung über die Atompolitik schwierig ist, das will ich einräumen. Viele derjenigen Befürworter, die sagen, Atomenergie wäre richtig, die haben bis heute nicht die Frage beantwortet, würde denn dann auch ein Atomendlager bei Ihnen vielleicht in Ihrem Verantwortungsbereich oder in Ihrem Wahlkreis sein? Also da gibt es viele, die das so ein bisschen vor sich herfragen, weil diese Endlagerfrage nicht geklärt ist bis heute.
Herr Frey, jetzt kann ich Sie nichts mehr fragen. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie rechtzeitig drin sein werden. Es geht da drin nämlich jetzt los. Aber die Opposition kann sich ja in Ruhe zurücklehnen und gucken, wie sich drei in einer Regierungskoalition manchmal auch konträr gegenüberstehen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir setzen natürlich ich gebe jetzt rein in den Plenarsaal, meine Damen und Herren.